Also da hier nichts Spektakuläres so passiert, ist das eigentlich ein gutes Spiel, um irgendeinen Scheiß zu philosophieren? Gib mir mal ein Thema. Emanzipation von Tauben? Aber Tauben sind doch Drohnen. Wieso fliegen hier Kartons? Sag mal, hier laufen Kunden lang. Ich sitze seit 24 Stunden an der Kasse ohne Pause. Rosinen? Ich mag keine Rosinen. Paket, Paket, Paket. Was zur Hölle stimmt mit dieser Frau nicht? Simulator Sunday, Sunday. Da kann man ja, konnte man das beim letzten Mal auch? Männlich, weiblich? Nee, das ging nicht. Das war bei der Demo nicht. Da konntest du nur männlich nehmen. Du konntest auch keine Anpassungen machen, wirklich. Das ist ja toll. Einstellung? Ne? Kannst du mal was sagen? A, B, C, D, E, F, G. Okay, du bist ein bisschen lauter als die Musik. Oh, jetzt bin ich gerade raus. Hallo YouTube, wir machen Einstellungen. Ihr habt dran teil. Hä? Sag doch mal was. A, B, C, D, E, F, G. Ach, jetzt habe ich dich immer leise gemacht. Ich habe es immer noch nicht geschissen gekriegt, die Tonspuren zu trennen, aber ist ja auch egal. So. Bitte einmal noch. A, B, C, D, E, F, G. So, ich mache jetzt einfach die Musik leiser. Oder so. Kundenvolumen. Okay. Okay, lädst du mich ein? Lade ich dich ein? Wie du möchtest. Freunde einladen. Du bist nicht online. Hm. Dann lade ich dich ein. Okay. Lisa Plauschi. Blub. Komm ich denn da jetzt hin? Da. Und Spiel starten. Angenommen. Da bist Hi. Du. Lila und Rot zusammen sieht ja grauselig aus. So besser? Aber nee, das sieht aus wie das Grün von meiner Firma. Lila? So. Ja, das geht. Und wie fängt es jetzt an? Drückst du das? Muss ich was drücken? Ah, laden. Lebensmittelgeschäft. Wieso bist du bei mir jetzt trotzdem männlich? Oh nein, jetzt bist du plötzlich weiblich. Du bist auch männlich. Lädt das noch? Ich bin auch flupp. Aber du hast schon dein blaues Shirt an. No. Vielleicht operierst du dich spontan um, wenn ich mich rumdrehe und dann... Lebensmittelgeschäft. Nein, ich glaube, ich bleib wohl so. Nee. Egal. Man kann aber noch nicht springen. Was aber die Mülltonne ist niedriger geworden. Yay, yeah, das war wichtig. Store-Ebene 1, Shopgröße 1. Oh, müssen wir jetzt ganz auf Braun anfangen. Vielleicht hätte ich dich doch einladen sollen. Vielleicht hätten wir den dann... Obwohl, nee. Nein, weil es ein Prolog war, das andere. Das ist jetzt die Vollversion. Okay, wie ging das nochmal? Müssen wir was einkaufen bestellen? Okay. Das Schöne ist, ich habe es ja gestern schon einmal ganz kurz reingeschaut. Ne? Du hast geschummelt. Ja. Du kannst jetzt auch das oberste Regal benutzen. Wow. Okay. Oder. Und du sitzt nicht mehr im Schreibtisch. Du sitzt jetzt auf dem Stuhl. Mir fehlen 2 Cent, um noch einmal Bohnensuppe zu holen. Das ist nicht so schlimm, die ist eh nicht beliebt. Weißt du das denn? Ich habe gestern die Preise erhöht. Schäferbohnensuppe wurde nicht mehr gekauft. Oh Gott. Ich habe den Basmati-Reis. Habe ich beim letzten Mal eigentlich auch mein VTuber-Männchen eingeblendet gehabt? Ich weiß es gar nicht. I don't know. Ich glaube, ich muss mein... Das Regal ist zu klein. Ja, stell's ins Regal. Oder so. Alexa, Licht oben 60%. Okay. Ja, das hat es jetzt nicht so gebracht. Oh, gut. Wo ist die Musik jetzt hin? Ich könnte ja auch mal mein Mikrofon vor mich schieben, dann hört YouTube mich auch. Weil ich rede mit dir ja mit einem anderen Mikro. Mehl, 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 Mehl. Apple and Cinnamon. Something is blocking. Ich mach schon mal den Laden auf, ne? Mhm. Store is open. Store is open. Oh. Ups. Wie du ganz brav die 4 kleinen Döschen ins Regal gestellt hast. Und ich, ja, passt schon. Ich hab das gemacht. Ordnung ist das halbe Leben. Ja, aber vorhin bei Aldi sah das auch so aus. Oh, bist du? Oh, da ist ein Kunde. Okay, wie ging das denn nochmal? Piep, piep, piep. Eine Karte. Wir haben's alle lieb. 10,83? Okay. Ja, es hat eine Dose mit Karte. Ach, ich erinnere mich wieder. Ich habe am letzten Mal nur noch Zahlen gesehen. Nur noch piep, 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 bezahlen, 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 bezahlen. Können wir hier wenigstens Mitarbeiter einstellen? Noch nicht. Noch nicht? Aber es kommt. Es ist ein kommendes Feature. Ein kommendes Feature. Das heißt, jetzt kann ich es noch nicht? Jetzt kannst du es noch nicht, aber es gibt sogar auf Store Level 3 sogar ein Self-Checkout. Da war ich vorhin auch. Boah, waren wir kurz bei Lidl, bei Pesto im Angebot. Da habe ich gesagt, guck mal hier, da ist doch noch eine Self-Checkout-Kasse da, ne? Und mit Karte, ich zahle auch eh mit Karte. Okay, dann scannen wir das erste Glas Pesto und dann sagt das aber 3 € irgendwas. Und Gott, wenn ich Zahlen sage und dann hier eintippen soll. Und dann, so ich gut, dann klicken wir jetzt auf Hilfe. Dann steht da, ein Mitarbeiter ist zu Ihnen unterwegs. Und dann gucke ich so nach rechts, sage ich, guck mal, da ist dein Mitarbeiter. Und er guckt den an und sagte, ach so, hier können Sie mir helfen. Und der dreht sich so von seitlich zu uns hin und ich denke mir so, der hat doch was geraucht. Der sah so zugedröhnt aus und bewegte sich auch so langsam und fragte seine, oh Gott, ich muss Kleingeld zurückgeben. Was kriegst du denn? 1, 2, 3. Was muss ich drücken? F? Okay, F. Sagt Dennis auch, wieso geraten wir eigentlich immer an so Menschen, du guckst sie an und weißt schon, kannst knicken. Nein. Was haben die denn auch eigentlich sonst für Freuden, ne? Wer? Die bekifften Lidl-Mitarbeiter, oder? Ja. Oh, der sah aus, als hätte er sehr viel Freude. Außer beim Arbeiten. 1, 2, 3, 10. Waschmittel ist auch gleich wieder allein. Was machen die denn hier? Viel waschen. Also die Kartenzahler sind mir am liebsten. Da muss ich nicht nachdenken. Hör auf zu meckern, ich habe doch schon Oatmeal bestellt. Ich wollte gerade sagen, ich habe gar nicht gemeckert. Oh. Ich wollte gerade bescheißen aus Versehen. Gott, ich habe den Ausgang nicht getroffen. Ich bin wie so eine Taube gegen eine Scheibe gedonnert gerade. Halt, ich wollte jetzt die volle Packung wegwerfen. Fängt es jetzt schon an, ja? Ja. Guten Tag. Das machst du aber schön. Ich weiß. No, Waschmittel ist plötzlich alle. Exactly what I need. Just these today. Just dies ist das ganze Band voll. Nur das heute, ja. Möchtest Möchtest du vielleicht eine Packung Waschmittel kaufen? Nee, ich habe ganz viel Waschmittel. Für jeden Fall habe ich was da. Flüssig, das alle. Flüssig und in Pulver. Und Hygienespüler. Und Farbfängertücher. Was muss ich tun? 8. Open, close. Ich kann auch einfach die Kasse schließen, während ich hier sitze. Ja. Und dann klauen die das. I don't know. Kannst du ja ausprobieren. Gosh, ey. Aber ich vermute, dass die Kunden dann einfach gehen. Karte. Also da hier nichts Spektakuläres so passiert, ist das eigentlich ein gutes Spiel, um irgendeinen Scheiß zu philosophieren, diskutieren. Gib mir mal ein Thema. Emanzipation von Tauben? Was? Aber Tauben sind doch... Du hast nicht gesagt, dass das sinnig sein muss. Aber Tauben sind doch Drohnen. Was? Oh, sinnlose Verschwörungstheorien. Oh ja. Die Erde ist eine Scheibe. Tauben sind eigentlich Drohnen. Ich bin mir nicht sicher, ob von der Regierung oder einfach nur so von... Oder Aliens? Ich bin mir nicht sicher. Dann Echsenmenschen. Ne, sind unter uns. Was machen die dann im Sommer oder Winter? Wo ist mein Karton hin? Weiß ich nicht. Ich musste Katy Perry fragen. Die ist eine. What? Ja, Katy Perry und ich glaube Biden. Und ich weiß nicht. Lass mich raten, nur berühmte Leute sind Echsenmenschen. Ja, sonst kennst du sie auch nicht. Ich finde es übrigens sehr toll, dass man das auch mit dem Numpad bedienen kann. Wie? Mit dem Numpad? An der Tastatur. Wie? Ich kann das eintippen? Ich kann das... Oh. Das sagt die jetzt. 7. Tatsache. Geht viel schneller, ne? Ne, nicht 280. Was? Nein, jetzt bin ich raus. 2,80 €. Wollen wir nicht mal ein Regal kaufen? Wollen wir machen? Dass sie dann noch mehr alles plündern? Ja, dann kannst du Großbestellung machen und musst nicht andauernd nachbestellen. Ach, ich werfe gerne die Waschmittelkartons schon mal in den Verkaufsraum. Ja, das wird... Nee. Bargeld geht nicht. 5, 6, 7, 60, 70, 80, 90. Die Waschmittel, ach da, neben dir. Ja, das schmeißt mir hier Waschmittel vor die Füße, räum mal ein. Ich dachte, wir machen gleich Großbestellungen. Wir arbeiten uns jetzt auf 1500 hoch. Für Level 2. Hat die viel gekauft. Da geht er noch. Hat schon einer mehr gehabt. 50, 60. Oh, na, ich dachte, weißt du, wir machen 1500, dann gehen wir auf Level 2, kaufen 3 Kühlschränke, noch ein Regal dazu und 2 Storage-Regale und dann legen wir los. Ja, ja, ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. 50, 60, 70. Oh Gott, was kauft ihr denn also viel? Ich habe auch gerade gedacht, Huch, oh nein, nicht Kasse schließen. Ja, okay, ich habe aus Versehen die Kasse geschlossen und er hatte seine Sachen wieder in der Hand und dann habe ich wieder aufgemacht und der hat sie wieder hingestellt. Ich glaube, bei der letzten Folge habe ich meine Mutter ein bisschen irritiert. 70, oh no. 80, 85. Weil sie schrieb irgendwie, das ist ja in der Wüste. Und hat gesagt, ja, mit russischem Akzent. Und dann kam nur, habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Dann sage ich, nee, alles gut. Weil sie dachte, sie hätte das irgendwie falsch gesehen oder erkannt. Weil für sie war das eine Wüste und ich Erzähl was von Russen. Wieso fliegen hier Kartons? Warum liegt die in die Bodensuppe? Was ist denn das? Hast du noch nie etwas von einer fliegenden Lieferung gehört? Sag mal, hier laufen Kunden lang. Wir können gleich mit anpacken, finde ich. Wir können das gleich auffangen. This and I'm out. Let's get these scanned. Let's get these scanned. Die sind gierig. Ich glaube, wir müssen die Preise anziehen, du. Ich habe eine weinende Katze vor der Tür oder auf jeden Fall in der Nähe der Tür. Warum haben wir denn jetzt 3 Regale voller Basmati-Reis? Ja. Du, ich bin das nicht. Well. Du räumst hier ein. Upsi. Dosen sind momentan ausverkauft. Ich denke, du hast ein Regal gekauft. Das kommt auch noch, ja, aber ich kann gar nichts reintun. Ich warte gerade darauf, was müsste jetzt mit dem nächsten LKW kommen? So, lieber Kunde, du musst jetzt aber gleich mal kurz warten, weil jetzt habe ich die Katze vor der Tür. So. No luck today. Oh nein, nicht schon wieder. 2, 60, 70. Just these things. 28, 80. Hm. 65. Ich rase nicht durch die Gegend. Ich sitze seit 24 Stunden an der Kasse ohne Pause. Ist doch noch gut, oder? Kriegen wir eigentlich Lohn? In dieser Gesellschaft? Ist es doch schon Lohn, dass du da sitzen darfst? Ich darf. Bye. Thanks for the big service. What I need. 5, 2, 3. I think I use my credit card. Tut sie auch. Das ist eine Seltenheit, wenn die das sagen. Ja, vielleicht funktioniert das ja in der Vollversion. Nein, mein Kokoskaffee ist bald leer. Meine Hafermilch war ja leer und meine Bestellung steht bei DHL unter wurde zur Nachverpackungsstelle gesendet, weil Ware beschädigt. Das freut mich ja schon sehr, weil Mutatus, ja, ich sage den Namen, es ist keine Werbung, es ist Hass, einfach zu blöd sind, Pakete richtig zu packen. Nicht nur die, du. Ich habe letztens, ja, Asche auf mein Haupt, aber ich hatte so Bock, ja, auf diese, kennst du diese lilanen Ballistos? Diese mit Rosinen, ne? I love it. Rosinen? Ich mag keine Rosinen. Aber ich. Jetzt die Werbung nicht. Diesen nervigen Kind. Ich mag keine Rosinen. Muss ich mir da unbedingt mal anschauen. Ja, aber ich hatte das so Bock drauf, ne? Aber ich kam ja hier nicht weg, ne? Habe ja so viel zu tun. Also habe ich gedacht, ja komm, ne? Amazon, Amazon. It is, ne? It is what it is. Nächsten Tag sollte sie da sein. Eine Packung mit 20 Ballistos. Nur das. Ja wohl, nur das. Da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Ne? kam am nächsten Tag nicht an. Ich denke, was ist denn los? Da hieß es dann auch, wurde zur Nachverpackung, wurde beschädigt, ne? Der Fahrer hat einfach gedacht, ich mache die Packung jetzt auf und nehme da eins raus und sagt, das ist kaputt gegangen. Eins? Als es hier ankam, war von den 20 Ballistos, waren noch 4 Stück in der Packung drin. Der hatte Hunger. Und dann war da, und es wurde auch nicht verpackt, ne? Also die haben das tatsächlich so losgeschickt, ja, dass die da einfach nur einen Versandkleber auf die Packung Ballistos draufgeklebt haben. Okay, also kann ich nicht guter Dinge sein, wenn das Paket dann irgendwann mal hier ankommt. Ich weiß nicht, aber ich fand das sehr lustig. Einfach ein Ding draufgeklebt und dann wurde von DHL war dann ein Kleber drauf, ne? Mit Ware beschädigt, ja, anderes Gewicht nach Beschädigung. Okay. Dann wurde es nochmal neu verpackt und es kam nochmal ein Kleber drauf mit nochmal anderes Gewicht nach erneuter Beschädigung. Ja, Beschädigung in Anführungsstrichen. Da hat einer gedacht, ja, komm, ist ja eh schon kaputt, ich nehme noch einen raus. Und das hat jeder von denen gedacht. Und der Hammer war dann, wo der Bote kam, ne? Da hast du ihn gefragt, wollen Sie auch eins? Nein, ich kam ja nicht weiter zu, ne? Der hat geklingelt, ne? Ich habe das Fenster aufgemacht, ich sitze direkt also über der Wohnungstür, ne? Über der Haustür. Ich mach's Fenster auf, sag, ja, ich bin gleich da. Da war der schon wieder im Begriff zu gehen. Der hat das einfach nur vor die Tür geworfen und ist ganz schnell weggefahren. Da gucke ich das Paket an, da war das schon wieder aufgeschnitten, ne? Die Länge nach. Ich sag dir, jeder, der das in die Hand gekriegt hat, hat sich da jetzt rausgenommen. Ich glaube auch. So, ach, das fällt jetzt eh nicht mehr auf, wenn dann noch eins fehlt. Ja. Und dann wollten die mir noch erzählen, ja, Lebensmittel sind vom Umtausch ausgeschlossen. Rücksendung oder Ersatz wird nicht gewährt. Wollt ihr mich verarschen? Er setzt mich unfreiwillig auf Diät und dann das. Das hat echt 3 Tage gedauert, bis ich mein Geld wieder hatte. Oh Gott. Oh, herrlich. Ich muss dann wieder Mutatos Ewigkeiten auf Antwort warten und dann kommen die mir mit... ja, hier kriegst du einen Gutscheincode auf die nächste Bestellung. Ich will keine nächste Bestellung, ich will meine Hafermilch. Wobei ich vermute, es ist, da drin ist Hafermilch. Und ich bin ja dann so, ich falle ja drauf rein mit nur noch so und so viel Euros bis zu versandkostenfrei, ne? Ja, verlockend. Ja, ich bin so ein Opfer. Und 2, 3, 4, 1, 2, 3. Moment, so. Und sehe dann noch ein paar Artikel, die nicht lebensnotwendig sind, aber wo du denkst, ach ja, warum nicht? Ne? So für 50 Cent irgendwie so ein Wassereisding oder so. Ne? Und ich vermute, dass dieses Wassereisding zwischen den 2 Sixpacks Hafermilch verpackt wurde. Und das wahrscheinlich alles da rausgesüfft ist. Aber die schicken auch einfach Kartons los, die an der Seite aufgerissen sind. Weil das, was angekommen ist, da meinte Dennis nämlich schon, hier, das soll nachverpackt sein, da fehlt doch der zweite Plastikbändel so drumherum und alles aufgerissen. Also ja, da müssen wir jetzt mal zählen, ob alles drin ist. Es war tatsächlich alles da, aber das sieht aus, als würde das irgendein, darfst du auf YouTube jetzt nicht sagen, ein ganz toller Mensch verpacken. Ein ganz, ganz schlauer Mensch. Das war bestimmt der Lidl-Mitarbeiter. Nee. Und ja, das ist seit letzten... Nee, warte, heute ist Samstag. Ich glaube, letzte Woche Dienstag oder diesen Dienstag. Ich weiß nicht. Es ist in der Nachverpackungsstelle. Oh. Ja. Also ist das mir jetzt schon wieder alle? Ja. Was machen die denn? Die wissen schon, dass das Mehl ist und kein weißes Zauberpulver? Na, wer weiß. Aber ich DHL. Weißt du, was mein Lieblingsversandstatus bei DHL mal war? Status offen. Nee. 3 Jahre lang. Zugestellt an Vordach. Ist auch gut. Das lag dann auf der Garage. Was tue ich denn hier eigentlich? Der kriegt gar kein Geld. Oh, das ist aber nett, dass der so ehrlich ist. Hallo, wie kriege ich das passend für all dir? Ja, ich wollte ihm Geld geben. Oh, das ist auch gut. habe ich damals Zigaretten gekauft. Da waren sie noch viel günstiger, wahrscheinlich 10 Jahre her oder so. Und es gibt ja Kartenzahlungsgeräte, wo die händisch den Betrag eintippen. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte 4 Packungen A10 € oder so. Auf jeden Fall irgendwas mit 40, glaube ich. So, und du verlässt dich ja meistens da drauf. Und ich habe dann aber doch geguckt, bevor ich auf Bestätigen gedrückt habe. Sag ich, das sind aber teure Zigaretten. Dann sagt sie, wieso? War so auch ein bisschen pumpig. Wieso? Sag ich, ja, das sind 4 Packungen und ich soll 400 oder 4.000 € zahlen. Da ist wohl ein Komma verrutscht hier, ne? Oh, das tut mir leid. Ja, gut, dass Sie das gesehen haben. Ja, hättet ihr auch nicht gekriegt, weil so viel wäre da nicht drauf gewesen. 10 sind das Fett. Oh, herrlich. Und bei DHL ist auch immer gut, wenn da steht, übergeben an Originalempfänger. Und dann steht da mein Name und ich sitze oben auf Toilette und denke mir, wie habe ich das gemacht? Wie habe ich das gemacht? Du kannst zaubern. Oder ich bin auf der Arbeit und dann steht da übergeben an Familienangehöriger und dann schreibe ich, hast du mein Paket angenommen? Und dann kommt, nee. Also ja, da muss das wohl Rocky gewesen sein oder wer? Und mein Lieblingspaketzusteller in NRW war damals Hermes. Ja, diese ganz toll. 1, 2, 3, 4. Ja, mein damaliger Freund hat eine Etage über mir gewohnt und er hat Druckerpatronen bestellt. Da hörtest du im ganzen Haus die klingeln und ich mache die Tür auf. Wenn jemand nicht angekündigt ist, mache ich die Tür nicht auf. Hört mich mal. Also wer was von mir will, bitte vorher Bescheid sagen, sonst mache ich die Tür nicht auf. Und irgendjemand hat die Tür aufgedrückt und dann hörst du durchs gesamte Haus Paket, 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 Paket. Da habe ich ihm per WhatsApp geschrieben, könnte es sein, dass dein Paket da ist? Und ja, ich komme gerade aus der Dusche. Sag ich, ja, da ist ein schreiender Hermesbote im Flur. Paket. Und dann hat er irgendwie gerufen, ja, hier oben. Und der Hermesbote, kommst du runter? Und er zurück, nee, kommst du hoch? Ein Paket. Ja, das habe ich verstanden. Kommst du hoch? Oh, ja, dann haben sie sich irgendwie auf der Hälfte getroffen. Und da hat er ihm das Paket in die Hand gedrückt und sich wieder rumgedreht und verpisst. Und er so, ey, bleib mal stehen, das ist doch kaputt. War nicht mein Problem. Ja, das konntest du erkennen, weil es war nicht nur eingebeult, sondern es trat auch die blaue Druckerfarbe aus. Oh no. Ja. Oh, das hatten wir mit unserer Nachbarin mal. Da habe ich ein Paket angenommen für sie, beziehungsweise ich habe den Paketboten reingelassen, ja. Und ja, Paket hierfür, ne? Ich sage jetzt mal für Elisabeth, ja? Ich sage, ja, klar, stellen Sie hier einfach bei ihr vor die Tür, alles gut, ne? Sie hat ja drauf gewartet, wusste ich ja, ne? Er stellt's hin, irgendwann kommt dann, ne, meine Nachbarin wieder, klingelt, ne? Ich sag, ach, ne, hast du das Paket jetzt bekommen? Grinst sie mich komisch an. Sagt, hast du das schon mal in der Hand gehabt? Ich sag, nee, er hat es einfach hingestellt. Warum? Sie gibt mir das Paket, so wie er es auch hingestellt hat. Und dann gibt sie es mir. Wie ist denn das so leicht? Sie sagt, dann dreh mal um. Da war der Boden ausgeschnitten. War das vom Mutatus? Nee, es war ein handangefertigtes Fliegengitter mit Metallrahmen. Kann man nicht einfach ein fertiges kaufen und eine Schere nehmen? Nee, sie wollte extra eins zum Reinklemmen haben vors Fenster, damit sie da eben nicht diese Frissel hat. Ja, aber auch die gibt es doch. Brach nicht. Hat, ich glaube, 40, 50 € gekostet. Alter, ja, wenn man es hat. Ja. Und es war weg. Es war einfach ausgeschnitten. Habe ich nicht gerade erst Sachen bestellt gehabt? Wo sind die? Du, wir haben über 1000 $. Können jetzt dickfette Party machen hier. Ja. Lass mich noch eben, was fehlt denn da oben? Cinnamon fehlt. Wir haben kein Cinnamon Oatmeal mehr, vor lauter Quarken. Tja, Multitasking. Ausverkauft. 25, 20. Ja, ich bin froh, dass man hier nicht zu viel rausgeben kann. Weil sonst hätte ich auch schon... Meinst du, wir wären schon pleite? Ich hätte auf jeden Fall schon $12 minus gemacht. Von dem ich weiß. Ich muss dir mal sagen, wenn ich an der Kasse bin, ich sag oft dann ne, so 20, 30 Cent oder so, ne, behaltet's, packt's in die Kasse für eine Differenz oder so. Ich weiß noch damals, als ich auch mal an der Kasse saß, wenn da zum Schluss die Kasse mit 10 Cent irgendwie nicht stimmte, dann wurde die zigmal nachgerechnet. Ja. Dann hast du da 3 oder 4 Mitarbeiter, naja, ich glaube 3 Maximum waren wir, Mitarbeiter, die schon total auf sind und rechnen andauernd nach und dauernd kommt ein anderer Betrag raus und dann, boah ey, kann ich nicht einfach, hier hast du 10 Cent, dann stimmt das wieder. Ja, nee, so geht das aber nicht. Ja doch, dann stimmt das. Ja. Wenn zu wenig ist drin, ist es eine Sache, aber wenn zu viel drin ist, auch, ne? Tja. Freut sich. Aber das nehmen sie dann einfach raus. Nee, das wurde drin gelassen. Echt? Oder? Ich weiß nicht genau. So, sollen wir mal auf Stufe 2 gehen? Yes. Also ich finde ja meinen Kokoskaffee nicht schlecht. Habe ich mal mit Instant-Kaffee angerührt. Weißt du, wie teuer Instant-Kaffee ist? Irre teuer. Ich habe das nicht gesehen vorhin. Ich habe mir gedacht, das ist kein Markenkaffee. Und dann an der Kasse denke ich, ist denn die Rechnung so hoch? Also war auch Fleisch mit dabei und so, aber 18,50. Der kostet fast 6 €. Ah, gut. Mhm. Das war Mokka-Kaffee. Den habe ich jetzt mit dem Kokosding berührt. Aber dass da wirklich Kokosstückchen drin sind, ist ein bisschen befremdlich im Kaffee. 20 Cent. Vorhin hat einer gesagt, da schon wieder, es ist zu teuer. Hast du die Preise angezogen? Ein kleines bisschen. Schon ein kleines bisschen. So, magst du mal kurz vielleicht... weißt du, ja, ich komme hier sonst nicht weg. Was tue ich denn hier? 70, 90, junger Mann, wir haben Feierabend. Ich kann nicht mehr gut. Wie komme ich denn hier weg? Oh, ich sehe nur noch Zahlen. So, was kann ich? Oh, wir haben einen Kühlschrank. Ich würde gerne springen vor Freude, aber es geht immer noch nicht. Yay, Kühlschrank. Was soll ich tun? Achso, da ist eine Bestellung. Hier. Da hast du Bier gekauft. Es gibt so viele Biersorten. Ich glaube, wir müssen ein Regalbrett oben immer pro Sorte und den Rest ins Lager stellen. Okay. Ich trinke ein paar, da ist mehr Platz im Lager. Weil so ein großer Bierfeld bin ich jetzt nicht. Lass mich durch die Tür. Kommt gleich noch eine Lieferung. Bier? Ja. Da sehe ich auch doch mal hier stehen. Wie geht denn das so? Hier, da. Ich werfe einfach die Flaschen durch die Gegend. Und Milch hat sie gekauft. Ja, aber es kommt auch gleich noch eine Sorte Milch. Und Kekse. Stellen wir die Milch in die Mitte. Ja. Damit Leute, gesunde Alternative. Die Milch kaufen, auch das Bier sehen und andersherum. Ja, fein. Da steht der Adderley Milk Treasure and Longer irgendwie so. War Adderley nicht ein Wort, was nicht so positiv ist? Ich weiß es nicht. Computer. Was heißt Adderley auf Deutsch? Ja, das war mir klar, dass du keine Antwort hast. Ich bin mir nicht sicher. Boah, ey. Die KI von der alten, ich will den Namen nicht nennen, die wird auch nicht besser, ne? Ach, da unten ist gar kein Platz mehr. Normalerweise, also du kannst ihr ja andere Namen geben, ne? Denn in der Küche hat eine männliche Stimme und heißt Sigi. Und dem sage ich dann immer den Einkaufszettel. Und dann sage ich immer Käse für Miri auf die Einkaufsliste. Und dann sagte er heute, ich finde keine Einkaufsliste, die für Miri heißt. Soll ich eine anlegen? Nein. Setz Käse für Miri auf die Einkaufsliste. Ich habe keine Liste, die für Miri heißt. Soll ich eine? Dann habe ich statt Nein, habe ich einfach Piep dich gesagt. Und dann sagt er, ich habe keine Liste, die heißt. Was hat der denn für ein Problem? Der spricht das einfach nicht aus. Der macht da ein ganz komisches Geräusch. Ja. Was liegt denn hier alles? Was schmeißt die Alte hier die Sachen durch die Gegend? Wusstest du, dass du nicht dauernd klicken musst, sondern nur festhalten musst? Ich habe festgehalten. Ich wusste das vorher nicht. No, deswegen dauert das hier alles mal so lang. Hey, du wusstest das nicht mit dem Eintippen. Nee. Wir ergänzen uns so schön. Ja. Ich habe gerade 3 Packungen Chips weggeworfen. Ich hab's gesehen. Aber gut, es funktioniert. Ich meine, wer Ballist über Amazon kauft, der kann auch Chipspackung wegschmeißen. Oh, herrlich. So was fehlt denn jetzt noch? Mein Kaffee fehlt. Das sowieso. Mehl? Ich blicke nicht durch, was wir alles im Sortiment haben. Mehl, Reis, Chips. Ich dachte, am Kühlschrank wäre noch eine untere Ebene. Da ist es Bagger. Und Waschpulver. Ne. Machen wir Nightshopping auf, oder? Können wir, haben wir nicht Bierschneider? Wir haben Schlieffen, Einzig und Achtung. Okay, wir haben Schneider vergessen. Und Warzig. Schlieffen. Soll ich aufmachen? Jein, warte. Ich habe Steckdosen gefunden, die sind hinter der Schiebetür. Das macht sehr viel Sinn. Also man kann nicht zu viel Geld rausgeben, aber man kann Chips in den Müll werfen. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Ist hier noch Platz? Nee. Aber ich habe die Musik doch vorhin nicht ausgemacht. Ich habe sie nur leiser gemacht. Wo ist sie denn hin? Hast du hier irgendwo einen leeren Karton entsorgt? Nein. Doch, ich glaube, ganz leise ist da Musik. Mehl? Waschmittel. So, jetzt haben wir noch das Schneiderbier. Tschüss, LKW. Das war nicht sehr synchron hier. Wer braucht schon Synchronität? Ich? Niemand. Oder ist es nicht symmetrisch? Synchron? Ja. Symmetrisch? Es ist nicht symmetrisch. So ist irgendwie. Synchron wäre gleichzeitig, ne? Ja. Wir sind nicht synchron. Nein, wir sehen nur ähnlich aus. Ich dachte, ich bin eine Frau. Ja, ich eigentlich auch. Oder kommt ein Customer? Oh mein Gott. Ich freue mich jetzt schon auf den Self-Checkout, ne? Ja. Guck mal, wie teuer der ist. Ab wann gibt's den? App Store 3. Ah. Glaube ich, oder? Warte. Da Self-Checkout. Erforderliche Store-Ebene. Ich glaube, es ist eine 3. Ah. Oder eine 5. Ich bin mir nicht sicher. Yes. Bei mir ist das total verrutscht. Das steht immer in dem E drin. Okay. Jetzt habe ich wenigstens mal eine andere Sicht auf Bierflaschen. Ja. Immerhin. Oh, als ob man nicht genug Flaschen im Alltag sieht. Gut, dass ich nur zur Arbeit und Einkaufen fahre. Oh ja. Wenn ich dem, dass du jetzt da drauf werfe, ne? Geht das? Das war jetzt echt schwierig. Hier im Norden ist übrigens mein Lieblingslieferant. Ich glaube, es war DPD. Der schmeißt Pakete einfach in den Garten über den Zaun. Oh, das hatten wir mit einer Grafikkarte. Im Schnee. Zugestellt auch im Garten. Lag im Busch bis zum Frühjahr, weil wir sie nicht gefunden haben. Aber sie hat auf einwandfrei funktioniert. Naja, es ist zwar dann Beschiss, aber im ersten Moment nicht, wenn du sagst, Paket nicht angekommen, dann Neues kriegst. Ja, der war auch so nett oder so doof, ich bin mir nicht so sicher, wie ich das nennen soll. Und hat sogar ein Foto davon gemacht, dass es im Schnee liegt. Ih, es regnet plötzlich. Ich höre was, ist das Regen? Ja, komm, ich löse dich mal ab. Gewitter! Gewitter. Kennst du die Gewitteroma? Nein. Du kennst die... Habe ich das nicht schon mal gefragt? Warum kennst du die Gewitteroma nicht? Ich kenne die Gewitteroma nicht. Du kennst also nicht Gewitter? Nein. Düsseldorf oder in Neuss? Doch. Jetzt, wo du es so sagst, doch, das kenne ich. Ich habe mich extra an die Polizei gewandt. Ist das Gewitter noch da? Nein! Ist es schlimm? Nein! Ja? Nein! 2 Millionen Mal. Oh, ich meine, der arme Polizist, ja, aber... Der musste zum Schluss auch so das Lachen in der Stimme gehört, weil seine Kollegen im Hintergrund den verarscht haben. Ach, ich gucke dauernd falsch, ne? 42, 72. Mein Gott. 42, 70. Alter, jetzt geht's da draußen aber los, ne? Gewitter! Ich benutze diese Aussage auch bei jedem Scheißgewitter, was es gibt. Wenn mein Mitbewohner sagt, heute gibt's Gewitter, ist meine Antwort Gewitter. Und er sagt ja. Da ist ja eine Stadt hinter den Bergen. Ist jetzt eine Stadt. Was gibt es denn noch für tolle Highlights, die jetzt hier sind? Die Menschen sehen auch verschiedener aus, oder? Ich glaube, so ein kleines bisschen detaillierter, ne? Ich glaube, sie haben andere Hackfressen. Ich kann die Daunenjacken nur nicht nachvollziehen in der Wüste, ne? Das sind Russen. Die sind im Reisebus hier. Da drin ist Klimaanlage an und da ist kalt. Deswegen auch immer diese tollen Achselhemden, ja? Naja, diese Unterhemden. See you next time. See you next time. Sind auch ein paar Phrasen mehr, glaube ich. Ratzen und Phrasen mehr. Es ist erst mein 3. Kaffee und ich bin schon ein bisschen blemplem, ne? 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. Lauschi hat jetzt dicht gemacht. Was? War nix. Was? Über den Wolken. Ich ich habe jetzt einen Ohrwurm. Also Milch geht gut, ja? Tja, hätte ich nur auch meine Hafermilch. Aber die Sojamilch kam. Das wollte ich vorhin erzählen. Weil meine Hafermilch leer war, habe ich normale Milch getrunken. Und es ist das... Was ist falsch? Das ist nicht falsch. Und es ist tatsächlich so, wenn du eine ganze Zeit lang Hafermilch getrunken hast und trinkst dann auf einmal wieder Kuhmilch, das schmeckt irgendwie falsch. Und dann kam eins der vielen Motatus-Pakete endlich mal, aber mit der Sojamilch. Und wenn du von Kuhmilch auf Soja gehst, ist die Umgewöhnung schwieriger wieder. Warte, 1, 2, 3. Zu viel. 1, 2, 3, 4. Als wenn du von Kuhmilch zu Hafermilch und dann zu Soja gehst. Dann dauert das 1, 2 Tage und dann ist alles gut. Und so hängst du dabei erstmal und denkst dir, na, das schmeckt aber irgendwie komisch. Ja, weil du was anderes erwartest, ne? Irgendwie. Nee, so der, das weiß ich nicht, so der Nachgeschmack ist dann halt sojamäßig. Kaufen gar nicht so viele Leute Bier, wie ich gedacht habe. Vielleicht hättest du Wodka kaufen sollen. Schaden gibt's noch nicht. Wodka erst auf Level 3. Ist das überhaupt? So wie die aussehen, muss das doch drin sein. Ich finde es sehr lustig, dass Wasserflaschen, kleine Wasserflaschen, erst auf Store Level 20 sind. Was? Hauptsache der Alkohol zuerst. Ja, erst Bier, dann Energy Drinks, dann Orangensaft, dann Limo, dann Sodaflaschen und das schnöde Wasser kommt zuletzt. Gibt es auch einen Trick bei an der Kasse, da kann ich die Maus nicht gedrückt halten. Da muss ich jetzt mal drücken. Klick, 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 klick. This is perfect. 29, 6 Cent bitte. Ein bisschen was von Shuffle, wie du die Dinger, wenn man die Dinger so reinwirft. Jetzt schon wieder der Mitarbeiter des Monats mit dem Paketen am Schmeißen. Teste nur die Verpackung. Ja, du wärst ein guter Mutato-Mitarbeiter. Und ja, ich komme da nicht drauf klar. Die nerven mich jedes Mal. Und ich denke mir jedes Mal, nee, ich bestelle da nicht mehr. Und dann habe ich immer noch nicht den Newsletter abbestellt und denke mir, oh, guck mal, 8 mal Hafermilch für 8 €. Das ist doch gut. Und dann falle ich wieder drauf rein. Einzige, der da immer von profitiert, ist der Kater. Weil immer, wenn da noch ein bisschen Betrag zum Gratisversand fehlt, dann gibt es Thunfisch. Mm. Was, ich habe schon gesagt, ne? Der Kater kriegt bessere Sachen als wir. Er kriegt Thunfischfilet eingelegt in Jakobsmuschelbrühe. Also das klingt echt ekelhaft, aber... Weißt du, er kriegt Filet. Und was essen wir? Das geschredderte Zeug von Aldi. Ja. Aber naja, alles für die Katze. Es ist genauso wie unsere jeden Sonntag Wildlachs bekommen, ja? Gedämpften Wildlachs. Oh, gedämpft. Ja, und was machen wir? Aufgepimpte Dosen Ravioli. Ja, genau. Oder aufgepimpte Billigpizza. Yes. Ja. Boah, früher hat der und von meiner Oma, der irgendwann bei meinen Eltern nur noch die Zeit verbracht hat. Da kommst du von der Arbeit nach Hause, ne? Hast noch nichts gegessen, bist total platt, gehst in die Küche und siehst einen Teller mit gebratenen Hähnchenfiletstückchen und sagst dann, Oh, guck mal, da ist ja Hähnchen. Du hast das noch nicht ausgesprochen. Da kommt aus dem Wohnzimmer. Nicht! Was für ein Hund! Okay, und was hast du für uns Menschen so gekocht? Nö, ich hatte heute keinen Bock. Okay, also der Hund kriegt, der hat, dieser Hund, ne? Ich meine, der ist doch alt geworden. Der hat in seinem gesamten Leben nicht einmal Dosenfutter gekriegt. An dieser Stelle, hallo Mama, ich habe gerade vergessen, dass du meine Videos guckst. Aber es ist so, der hat nicht einmal Dosenfutter gekriegt. Gut, sie hat ansonsten für uns auch so gut wie jeden Tag gekocht und hat selten mal keinen Bock, aber jetzt siehst du dieses geile Hühnchen. Du darfst es nicht essen. Weil es für den Hund ist. Ja. Oh, herrlich. Die Tiere. Über den Wagen. Ich habe immer noch einen. Das ist nicht deine Credit Card. Aber die auch nicht. Oh, wir haben schon wieder über 1000. Mhm, wir können gleich auf Store Level 3 gehen. Das flugt heute, oder? Goodbye. Hier. Fliegendes Mehl. Das liegt an den geschredderten Heuschrecken da drin. Bah, warum erzählst du so einen Scheiß? Lass das sein, sonst muss ich selber Korn anpflanzen und Mehl machen. Das erinnert mich daran, dass mein Mehltopf kaputt gegangen ist. Oh no. Auch ein neuen Auch so ein Terrakotta-Kopf? Nein, genau. ein Plastiktopf, weil es keinen Glastopf damals mehr gab. Aus irgendeinem Grunde habe ich einen Plastiktopf gehabt. Und der Terrakotta. Aber der ist ja Feuchtigkeit durchlässig. Atmungsaktiv. So kannst du es auch sagen. Was stehst hier rum? Ich hab Paden. Hier schon am Einrollen. Ich habe ja auch gerade Pause. Sehe ich keine Oatmeal bestellt? Bam, bam, bam. Warum wollt ihr denn alle so viel Wechselgeld hier? Das ist frech, oder? Oh Gott, wie sehen die Kühlschränke aus? Warzig fehlt. Oatmeal. 1, 2, 1. Ich werde immer besser, die Türrahmen zu treffen von der Entfernung. Bye. Goodbye. 24, 45. So, der nächste, warte jetzt mal kurz, ich muss schon Kaffee trinken. Stell doch dein Schildchen hin. Für einen Schluck Kaffee. Ja. Bitte warten, ich habe 5 Sekunden Pause. Aber auch wirklich nur 5 Sekunden, ne? Ja, ja. 4, 47. Nicht, dass die Kunden hier noch einen Herzkasper kriegen. Ja, ja. Hast du im Moment eine Lieblingsserie? Oder guckst du aktuell was? Ja, aber nichts Gesundes für die Mentalität. Das habe ich ja nicht gefragt. Ich habe gefragt, was guckst du? Ich gucke tatsächlich im Moment, total albern eigentlich, aber amerikanisch, also... Es sind japanische Dramen auf amerikanisch gemacht. Okay, ich bin schon raus. Total schlecht animiert. Okay, also Animation und kein Mensch. Ja, genau. Okay. Total schlecht animiert. Ja, also die erzählen dir was, ja, von wegen, oh, ne, guck dir an, wie toll das Brot hier aussieht und hat einen Schrimp in der Hand oder so. Ja. Das passt hinten und vorne nicht und es ist auch total übertrieben. Von wegen so die Horror-Schwiegermutter meines Lebens, ja, versucht mich die ganze Zeit zu vergiften, mein Ehemann hält nicht zu mir, also muss ich da mit der Yakuza sprechen. Warte mal, das kommt mir bekannt vor. Oh no, noch einer der Verfallenen. Läuft das auf YouTube? Ja. Dann Gossip ist City. Was? Gossip City, Refreshing Stories und Money Robo. Okay, das sagt mir jetzt so nichts, aber ich gucke nicht immer da drauf, von wem das kommt, außer ich finde das echt gut, dann versuche ich mir das natürlich zu merken oder zu abonnieren. Kannst du auch nur merken, weil die Begriffe immer für die Städte benutzt werden, wo das drin spielt. Okay, aber gut, vielleicht, es gibt ja sehr oft auch den gleichen Kram, nur von anderen anders bearbeitet, ne? Ja, gibt's 100-fach das Zeug. Was war das vor der Schwiegermutter? Die Horrorschwiegermutter, die die ganze Zeit versucht, ihre Schwiegertochter zu vergiften. Ja, und der Ehemann sagt immer, nein, so ein Quatsch, sie macht das doch nur alles aus Liebe zu dir. War das eine asiatische Schwiegermutter? Ja, ja. Achso, jetzt sagt es ja auch japanisch. Ja. Ja, und ganz zum Schluss kam raus, Achtung, Spoiler, wer das gerade vorher gegoogelt hat und das gucken will, zum Schluss kam raus, dass er das aber irgendwie wusste. Ja, und sie schon eine neue Schwiegermutter Schwiegertochter in petto hatte. Ja, und dass er irgendwie dann der Meinung war, dass sie sich ja auch hätte ändern können, weil sie irgendwie zu ihm meinte, warum hast du denn all die Zeit nichts gesagt? Und ja, hättest ja auch einfach mal auf meine Mutter hören können. Ja. Das habe ich auf der Arbeit gehört. Da musst du auch immer aufpassen, dass du immer guckst, dass keiner mehr da ist. 1 Euro. 10. Nein, 1,15 €. Das habe ich ja auch vor meinem Urlaub festgestellt. Ich habe zum ersten Mal eine Folge, kennst du Hobbylos? Als nee, aber so fühle ich mich oft genug. Es ist ein Podcast von Rezo und Julian Bam. Und das kann doch gut sein. Ja, also worüber die sich so unterhalten, das ist so ähnlich wie wir jetzt gerade quatschen, halt so ein Lava-Podcast. Ah, dass sie dann zwischendurch, also ich habe jetzt gelernt, ja, höre das wirklich nur, wenn keiner da ist. Auch die Mitarbeiter, die einem eh egal sind, aber auch die nicht. Weil auch da könnte der Eindruck entstehen, was zur Hölle stimmt mit dieser Frau nicht. Weil zwischen dem, was sie so locker flockig da erzählen, sagen die immer, ach so, wir müssen ja jetzt noch den passenden Einspieler dazu machen. Und ich war zu sehr damit beschäftigt, hektisch mein Telefon leiser zu stellen, als dass ich hören konnte. Ich glaube, dass das sogar von denen selber da eingesprochen ist oder sowas. Aber da kommt dann so ein News, also für News kommt so ein Einspieler und da ging es irgendwie ums Fisten. Und da dachte ich mir, wie kriege ich das leiser? Wo ist das Telefon? Wo ist das? Also das habe ich gelernt. Das nicht, es ist gut, schön. Aber nicht laut hören. Und Sachen, die man auf der Arbeit nicht möchte. Nee. Und am besten hörst du auch englische Sachen, weil da viele irgendwie kein Englisch können. Oh, das Vergnügen hatte ich übrigens gestern auch. Da bin ich auch knallrot geworden. Und ich arbeite ja nur am Telefon, ne? Ich bin knallrot geworden. Kommt mein Mann sich rein, ja, und ruft quer durch den Raum, ja? Ich habe die Katzenohren für dich bestellt. Die kommen morgen an. Das sieht bestimmt cute aus. Klar, ich wollte schon immer, dass alle Mitarbeiter, wir waren mitten in einer Teambesprechung, ne? Die Mitarbeiter, ich dachte ein Kunde. Nein, ich war in der Teambesprechung mit Teamleitern und so. Ja, herrlich. Wir haben nur gelacht, weißt du, und ich bin knallrot geworden. Also, da, wo die dich auch wieder sehen können, ne? Ja. Okay. Musst du da eigentlich eine Kamera anhaben? Kannst du nicht sagen, du bist kaputt? Nein. Leider nicht. Ich hätte es mir sehr gewünscht in dem Moment. 13. Ach du Scheiße, wir haben kein Mehl mehr. Aloha-Vibes. Der sieht ja auch so aus. Wieso Aloha-Vibes? Hier ist eine Wüste mit... Wir hatten gerade Sandsturm. Oh, das sieht aber cool aus. Komm mal raus. Ich kann gar nicht. Ich habe Kundschaft. Ich kann nicht hier rumpimmeln. Ach, guck mal schnell. Die Nacht sieht voll cool aus. Okay, warten Sie mal bitte alle ganz kurz. Ah. Das haben sie jetzt voll schön gemacht mit der Stadt da hinten. Hier. Jetzt ist die Stadt weiter weg. Wenn ich reingehe, ist sie näher. Fühlt. Hm. Entschuldigung. Wird nicht größer. Danke fürs Warten. Wird immer kleiner. Ich bin verwirrt. Oh, ich wollte Mehl bestellen. Okay. Mit Mehl habe ich mir letztens meinen ganzen sag mal schnell, Vorratsschrank letztens einmal versaut. Hast du den Vorratsschrank gepudert? Nee, nicht ganz. Lebensmittelmotten? Mhm. Oh nein, oh, ich hasse das, ne? Oh, was habe ich damals... Die letzte Packung Mehl. Deswegen habe ich so ein Köpfchen drumherum. Ich auch, aber die hat nicht reingepasst, die Packung. Und die war befallen. Ja, und wenn ich das nicht in dieses Vorratstöpfchen packen kann, dann mache ich eine Mülltüte drum. Eine kleine. Hm. Ja, ich fürchte, die war ja schon befallen. Befallen gekauft. Ja, und die kommt dann direkt, bevor sie in den Keller kommt, in eine Tüte zugeknotet. Bevor ich sie dann wieder umfülle, gucke ich sie mir mit Taschenlampe an. Ja, ich bin so bekloppt. Kann ich gut verstehen. Wenn du einmal dieses Gewimmel da drin siehst, denkst du, oh. Ja. 2. Sollen wir mal auf die nächste Ebene stufen? Ja, aber das machen wir in der nächsten Folge. Yay!